Eine wissenschaftliche Studie ist eine Untersuchung, um entweder ein neues Medikament zu testen oder es gibt auch sogenannte Beobachtungsstudien, um Medikamente, die schon zugelassen sind, in der realen Welt zu untersuchen. Ein Studienzentrum für Lungenkrebs muss bestimmte Qualifikationen erbringen. Die Ärzte, die dort die Prüfung oder diese Studie leiten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit eine Studie durchgeführt werden kann. Es muss das Zentrum an sich bestimmte Qualifikationen haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Standard an einem Prüfzentrum etwas höher ist als in einer normalen Lungenklinik oder einer Abteilung, die Lungenkrebs behandelt. Die Vorteile für den Patienten sind zum einen, dass man mit neuen Medikamenten, die jetzt noch nicht zugelassen sind, oder mit neuen Konzepten frühzeitig in Kontakt kommt. Das heißt, die Zukunft der Therapie beginnt praktisch für den Studienpatienten deutlich mehrere Jahre zuvor. Und Studienpatienten, das wissen wir aus ganz vielen Erhebungen, leben durchschnittlich länger und sind besser und genauer angebunden und untersucht. Das ist der Vorteil für den Patienten. Es ist natürlich ein Punkt, dass Patienten auch manchmal das Gefühl haben, in einer Studie so ein sogenanntes Versuchskaninchen zu sein. Das können wir nicht bestätigen, weil das Ziel der Studie ist nicht, einfach ein Medikament zu untersuchen, sondern dem Patienten einen wirklichen Vorteil zu bringen. Und deswegen ist eine Studienteilnahme meines Erachtens immer sinnvoll.